Hallo meine Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe für heute mal wieder ein persönlicheres Video, denn ich dachte mir, seit mein letzter Vlog bei euch so gut ankam, ist es mal wieder Zeit, ein paar Fragen zu beantworten. Ich habe auf Instagram euch gebeten, mir eure Fragen in die Kommentare zu schreiben und da sind einige zusammengekommen, jetzt nicht nur im Beauty-Bereich, sondern egal, ob es jetzt sich um die Wohnung oder um die Arbeit dreht oder um den Freund oder irgendwas, ist alles Mögliche dabei. Und wenn ihr jetzt ein bisschen mehr über mich erfahren möchtet, dann bleibt doch einfach dran und ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Video. Falls ihr meinen Vlog gesehen habt, wenn nicht, verlinke ich ihn euch unten in der Infobox. Wisst ihr, dass ich nach Stuttgart gezogen bin und jemand ganz Liebes hat gefragt, wie findest du Stuttgart? Stuttgart fand ich schon immer sehr für mich persönlich anziehend und interessant. Also ich war schon immer gerne in Stuttgart, immer schon so die südliche Richtung. Ich komme ja schon aus Baden-Württemberg, aber mich hat es schon eher in die südliche Richtung gezogen. Also nie so jetzt irgendwie nach Frankfurt oder so. Und deswegen fand ich Stuttgart schon immer toll. Mir gefällt auch die Innenstadt und alles. Und auch hier jetzt zu wohnen finde ich sehr spannend. Also man kann hier auf jeden Fall sehr, sehr viel machen und erleben und man hat sehr viele Möglichkeiten, auch mal abends oder so wegzugehen, da wo ich ja ursprünglich herkomme. Ich komme ja vom Land. Da muss man ewig weit fahren, bis man überhaupt mal irgendwie was Gescheites findet, wo man etwas trinken gehen kann oder ja, da ist halt die Auswahl nicht so groß und deswegen im Großen und Ganzen finde ich Stuttgart ja, sehr interessant und ich fühle mich hier auf jeden Fall sehr, sehr wohl. Und das ist, denke ich, auch die Hauptsache. Die nächste Frage ist, und die wird mir so, so oft gestellt, hast du einen Freund und wenn ja, wie hast du ihn kennengelernt? Ja, ich habe keinen Freund und ich bekomme auch des öfteren Mal, da war auch eine Frage dabei, die Frage gestellt, warum ich keinen Freund habe. Wenn ich die Antwort wüsste, wäre ich wahrscheinlich nicht Single. Also ich bin seit dem Jahr, das ist jetzt schon ein wenig peinlich, das zu sagen, aber ich bin seit dem Jahr 2010 Single. Es gab zwischendrin so 2, 3 Beziehungen. Ich mache deshalb so, weil es für mich in dieser Art eigentlich keine Beziehungen waren, die so um die 2 Monate gingen. Und ich meine ganz ehrlich, in 2 Monaten kennt man sich nicht mal richtig. Und das ist für mich auch keine Beziehung, die man jetzt ernst nehmen kann. Also deswegen, so die letzte ernste Beziehung, die so 3,5 Jahre ging, endete im Jahr 2010 und seitdem habe ich auch nie wieder für irgendjemand annähernd so Gefühle entwickelt, wenn ich das jetzt mal so beschreiben kann. Viele gingen mir dann schon nach ein paar Tagen total auf die Nerven oder ich will jemanden, wie soll ich das jetzt beschreiben, wo ich mir nicht jeden Tag denke, Mann, am liebsten würde ich das ändern oder das ändern oder das ändern. Ich will jemanden, mit dem ich zu 100% zufrieden bin, der auch so gleichzeitig mein bester Freund ist und wo ich mich eben so geben kann, wie ich bin und ich nicht das Gefühl habe, ich muss mich verstellen. Das ist schon mal komplett falsch. Aber wenn ich dann schon nach ein paar Tagen merke, irgendwie passt das nicht oder so, will ich dann auch kein unfaires Spiel spielen und ihn dann ewig lang hinhalten. Und deswegen habe ich das auch immer ruckzuck beendet, aber wie gesagt, das waren ja nur, glaube ich, 2 Leute waren das, glaube ich, und das hat für mich einfach nicht als Beziehung gegolten. Also, nein, ich habe keinen Freund. Nächste Frage ist, was ist deine Lieblingsjahreszeit? Und vor ein paar Jährchen hätte ich da noch glatt mit Sommer geantwortet, aber ich muss ehrlich gestehen, der Sommer hier in Deutschland geht mir einfach tierisch auf die Nerven, vor allem, weil die Hitze hier, finde ich, wenn es manchmal so 30, 35 Grad hat, so unerträglich ist. Deswegen bevorzuge ich jetzt mittlerweile schon die Zeit Übergang Sommer, Herbst. Also wenn man dann trotzdem noch mit langer Hose und T-Shirt rausgehen kann und dann noch so genüsslich irgendwo draußen sitzen kann und was trinken kann, ohne dass einem die Brühe davon läuft. Das finde ich so das angenehmste Wetter. Aber ich muss auch sagen, wenn ich im Urlaub bin, zum Beispiel, wo ich dieses Jahr jetzt 2-mal in Ägypten war, da war es da, glaube ich, 45 Grad. Das kann ich besser aushalten. Da ist die Luftfeuchtigkeit ganz anders wie bei uns in Deutschland. Und natürlich hat man einen Pool nebendran, wo man dann schnell mal reinhüpfen kann. Also da macht mir die Hitze überhaupt nichts aus. Also da ist mir dann lieber zu heiß, wie wenn es dann nur 20 Grad hat. Aber wenn ich jetzt bei uns in Deutschland sage, so Übergang Sommer, Herbst, aber auch Übergang so Frühling oder so, finde ich auch immer ganz schön. Also so die Übergangszeit eigentlich. Die nächste Frage ist auch sehr interessant und zwar, wie hast du rausgefunden, welcher Job für dich der richtige ist? Und
eigentlich gar nicht. Ich habe das erst rausgefunden, als ich dort angefangen habe. In meinem letzten Vlog habe ich ja auch gesagt, dass ich meinen Job gewechselt habe. Ich bin ja nicht mehr in der freien Wirtschaft tätig, also in keinem Industriebetrieb oder sonst irgendwas. Der Bereich hat mich schon immer interessiert. Man kann da auch eine Ausbildung machen, aber wie soll ich das jetzt erklären? Ich wusste nie so richtig, wie soll ich in den Bereich reinkommen. Also die Ausbildung an sich wollte ich nie machen, weil ich immer der Meinung war, das passt dann doch nicht zu mir. Ich wollte eher in den Verwaltungsbereich, da wo ich jetzt auch bin. Und das habe ich einfach rausgefunden, seit ich da eben angefangen habe zu arbeiten. Und mich hat das schon vorher immer interessiert. Ich wollte schon im Verwaltungsbereich allgemein bleiben, also im kaufmännischen Bereich, eben nur eine andere Richtung einschlagen. Ich habe ja vorher in einem Industriebetrieb gearbeitet oder im Industriebetrieben. Und da konnte ich mich nie so richtig mit identifizieren. Das hat mich auch nie so wirklich interessiert. Ich wollte nur in den reinen Verwaltungsbereich, da wo ich jetzt bin, und das habe ich einfach, wie gesagt, rausgefunden, als ich da eben angefangen habe zu arbeiten. Dann kommt was Beauty-lastiges, und zwar: Welche drei High-End-Make-up-Marken sind deine allerliebsten? Und da auf jeden Fall MAC, ganz klar, wobei ich sagen muss, dass nicht alle Produkte von MAC wirklich zu 100% super sind. Also gerade jetzt bei MAC zum Beispiel Lip Liner und Lippenstift und sowas finde ich da super. Decay finde ich ganz toll. Und ich weiß nicht, ob da die Marke schon dazu zählt, aber im Pinselbereich auf jeden Fall zu Eva. Ich würde schon sagen, für einen Pinsel 12 Euro auszugeben, ist so zwischen Drogerie und High-End. Deswegen würde ich zu Eva noch mit reinnehmen bei den drei Marken. Wo kaufst du lieber ein, im High-End-Bereich oder in der Drogerie? Vor einigen Monaten hätte ich da noch glatt mit Drogerie geantwortet, aber mittlerweile, muss ich ehrlich gestehen, bin ich eher im High-End-Bereich unterwegs. Also ich bin viel öfter im Douglas und im Breuninger als im DM. Im DM war ich schon seit mehreren Monaten nicht mehr, muss ich sagen. Natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel Shampoo und so Zeug kaufe oder Duschgel oder Putzzeug, dann gehe ich natürlich auch in den DM. Aber solche DM-Einkäufe mit dekorativer Kosmetik von über 50 Euro gab es bei mir schon Ewigkeiten nicht mehr, weil ich einfach mittlerweile der Meinung bin, dass ich recherchiere viel, viel länger jetzt, bevor ich mir ein Produkt kaufe, das ein bisschen teurer ist, weil ich einfach der Meinung bin, ich kaufe mir lieber so zwei, drei gute Produkte, die halt ein bisschen teurer sind, wo ich aber wirklich auch sagen kann, die sind so super, wie dass ich mir jetzt zum Beispiel 5 Foundations im Drogeriebereich kaufe und dann immer wieder feststellen muss, dass sie dann doch nicht so super sind. Und deswegen würde ich jetzt wirklich sagen, High-End-Bereich. Wie oft wäschst du deine Pinsel? Das kann ich euch nicht beantworten, weil das ist so selten, dass ich wirklich da keinen Überblick habe. Normalerweise sollte man die ja wirklich... Manche sagen, man soll sie nach jedem Benutzen waschen, zum Beispiel den Beauty Blender nach jedem Benutzen waschen. Manche sagen einmal in der Woche. Ich vergesse das total oft. Erst wenn ich merke, wenn ich irgendwie Pickel oder so bekomme, denke ich mir, vielleicht liegt sie an den Pinseln, dass sie mal wieder gewaschen werden müssen. Dann wasche ich meine Pinsel alle 4 Wochen oder so. Alle 3-4 Wochen. Wenn ich dran denke, aber eigentlich sollte ich es öfter machen. Wie sieht dein Alltags-Make-up aus? Also definitiv nicht so, wie ich jetzt gerade sitze. Keine rote Lippen und kein Lidstrich und sowas. Morgens, nehme ich mir zwar schon die Zeit, mein Make-up zu machen, aber es ist nicht so unbedingt akribisch. Also ich trage natürlich Foundation, Bronzer, Highlighter und Blush und so trage ich alles auch. Auch Concealer und Puder. Aber dann meistens wirklich nur ein paar Schichten Wimperntusche. Manchmal nur Gloss, manchmal auch in etwas kräftigerer Lippenstift, aber das war's dann schon. Also nicht so spektakulär. Es sei denn, ich habe dann nach der Arbeit noch irgendwie zum Beispiel was vor, möchte noch irgendwo hingehen, dann mache ich mir auch mal Lidstriche oder sonst irgendwas Spezielles, aber sonst eigentlich nicht so. Make-up oder Handy? Beides, wenn ich mich entscheiden müsste. Also ich musste ich glaube, 1,5 Wochen aufs Handy verzichten und das war schon schlimm. Ich kann mich nicht entscheiden. Wie würdet ihr euch entscheiden? Make-up oder Handy? Ich kann mich gerade nicht entscheiden. Ein Jahr ohne Schminke oder 6 Monate ohne Zahnbürste? 6 Monate ohne Zahnbürste und Zahnpasta. Oder, nee, ganz klar, ein Jahr ohne Schminke. Also Zähne putzen ist ein Muss.
Das geht ja gar nicht, die Zähne nicht zu putzen. Möchtest du später mal heiraten und Kinder haben? Ja, heiraten ja, Kinder bin ich mir immer so unsicher. Ich kann mir das bei mir überhaupt nicht vorstellen. Vielleicht auch, weil ich halt einfach keinen Freund habe. Ich glaube, wenn man einen Freund hat, mit dem man schon länger zusammen ist, kann man sich das vielleicht schon eher vorstellen. Aber heiraten ja, auf jeden Fall. Ich schaue am liebsten immer die Sendung Mein perfektes Hochzeitskleid auf Six. Die Sendung könnte ich den ganzen Tag schauen. Ich träume immer so von einem schönen Hochzeitskleid und so. Und aber Kinder, ich kann mir das bei mir echt nicht so vorstellen. Ich fühle mich da jetzt auch momentan nicht so bereit dazu, muss ich ehrlich sagen. Aber bestimmt irgendwann mal, wenn dann halt mal der Richtige da ist. Was machst du, wenn du schlechte Laune hast? Shoppen. Also nicht immer natürlich, also sonst wäre ich wahrscheinlich Dauerpleite. Aber ich schaue dann einfach online nach oder gehe einfach nur in die Stadt. Oder es hilft mir auch oft, wenn ich schlechte Laune habe. Zum Beispiel, wenn mich auf der Arbeit irgendwie was nervt oder ich denke, ich habe keine Lust mehr. Dann erfreue ich mich an so kleinen Dingen wie, ach, ich gehe nach Hause und mache mir Pasta mit Soße und Parmesan. Und da freue ich mich dann schon übelst drauf. Also total banale Dinge. Oder an einem Freitagabend, mein Bett ist frisch bezogen, ich habe einen frischen Schlafanzug an und schaue dann einen tollen Film oder so. Ich liebe ja Herr der Ringe und Hobbit und Harry Potter und sowas. Ja, so kleine Dinge eigentlich machen mich auch schon glücklich. Die letzte Frage, die ich habe, ist, kannst du dir vorstellen, mal wieder lange Haare zu haben? Oder muss ich ehrlich sagen, nee. Also, wenn ich mir andere Mädels mal so anschaue mit den langen Haaren und was die damit alles machen können, denke ich mir, boah, hätte ich jetzt auch gerne. Aber ich finde, die kurzen Haare stehen mir einfach besser, ohne dass das jetzt blöd klingen soll. Aber mir gefallen die kurzen Haare an mir persönlich viel besser. Wir sind am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen mehr über mich erfahren. Falls ihr noch irgendwelche Fragen haben solltet oder sonst irgendwas, ab in die Kommentare damit. Das ist schon wieder neues Material für ein neues Question and Answers Video. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben geben würdet und meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, würde ich sagen. Und macht's gut. Bis dann. Ciao.